viel dümmer kann sich eine Bevölkerung überhaupt nicht anstellen, als dass man unter solchen Bedingungen im Prinzip seine eigene Wirtschaft ruiniert. Wir sehen jetzt natürlich auch, dass es gemacht wird, umgesetzt wird. Das bedeutet, wir erwarten jetzt eben doch einen viel härteren Winter, als man es im Vorfeld eben halt auch wirklich noch argumentieren konnte. Und jetzt ist ja auch momentan eben dieser Run. Man wartet ja immer bis zum Schluss. Das ist das Problem. Das ist der Grund, warum auch gerade eben halt diese, du hast gerade hier zum Beispiel was aufgepoppt, sehe ich gerade, diese Blackout-Angst bei Firmen. Hersteller, das heißt also, wir haben eine boomende Nachfrage nach Notstromaggregaten, weil momentan die gesamte Industrie, die gesamten Betriebe, aber natürlich auch die Privatverbraucher, die sich eben halt wirklich jetzt Sorgen machen, dann keinen Strom mehr zu haben, dass ihre gefrorenen Waren eben halt auftauen und nicht mehr nutzbar sind und so weiter und so fort. Das heißt, wir kriegen jetzt erst den eigentlichen Nachfrageboom nach den Notstromaggregaten. Das macht mir persönlich ehrlich gesagt einige Sorgen. Also wir sehen seit längerem ja die Tendenz, dass nonkonforme Meinungen affektmäßig quasi diskreditiert werden. Das ist nichts Neues. Man setzt sie dann mit sektiererischen Entgleisungen gleich. Frankreich hat zum Beispiel jetzt angekündigt, Konferenzen über gefährliche sektenartige Entwicklungen und Verschwörungstheorien zu organisieren. Also da drängen sich ja geradezu historische Gedanken auf. In der Sowjetunion zum Beispiel wurden damals Oppositionelle in psychiatrische Krankenhäuser eingewiesen. Ja, Andreas, aber das ist ja eigentlich die Haupttreibkraft der Meinungskontrolle, das sind die Medien. Ja, entscheidend ist allerdings dabei, die Idee, dass man nicht alles sagen kann, hat sich bereits durchgesetzt über die ganzen Jahre. In der letzten Zeit wissen wir das. Und da ändert auch der Twitter-Kauf von Elon Musk nichts dran. In Deutschland hat auch die Innenministerin, nämlich die Sozialdemokratin Frau Faeser, ein Kontrollgremium eingerichtet. Sie ging viel weiter als die anderen und setzte dem Kontrollmedium die Mission, das ist jetzt der Name, Nachrichten in den Medien zu harmonisieren. Ich meine, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Seit einigen Monaten bringt sie laut Masson unter größter Geheimhaltung große Pressebosse regelmäßig zusammen und erklärt ihnen, was nicht veröffentlicht werden darf. Das ist schon spannend. Gerade Italien und Deutschland haben ja eine wirklich grausame Erfahrung der Zensur während des Faschismus und auch dem Nationalsozialismus erlebt. Und dabei ist es besonders besorgniserregend, dass sie offenbar diesen Weg jetzt einschlagen. Und daraus lässt sich übrigens auch eine für mich sehr interessante Frage ableiten, warum Italien und Deutschland am 4. November 2022 in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sich geweigert hatten, einer UN-Resolution zuzustimmen, die den Nationalsozialismus verurteilt. Dass diese modernisierte gefährliche Propaganda jetzt auch in Europa angekommen ist. In Polen wurde zum Beispiel gleich zu Beginn des Krieges der Ukraine vom polnischen Verteidigungsrat befohlen, dem französischen Unternehmen Orange, dem wichtigsten Anbieter von Internetzugängen in diesem Land, mehrere Websites zu zensieren, darunter auch die von VoltaireNet, also das ist die, wo die der Maison, Thierry Maison ja unterhält. Im März enthüllten mehrere italienische Nachrichtenagenturen ein Regierungsprogramm zur Überwachung von Persönlichkeiten, die für pro-russisch gehalten werden. Das sind schon Entwicklungen, die nicht so einfach von der Hand zu weisen sind. Aber nochmal, ich sehe ein ganz großes, gutes Zeichen darin, dass eine Zeitung wie die FAZ sowas doch denn veröffentlicht, dass da ein Wacher, vielleicht auch mehrere wache Redakteure sitzen, die das vielleicht auch schon eine Weile mit Argwohn beobachten. Denn ich meine, Herr Harari, der beim WEF eine wichtige Rolle spielt, wo wiederum alle wichtigen Players, Young Global Leaders und Old Global Leaders zusammentreffen, um neue Pläne für die Welt zu schmieden. Das kann man ja nicht einfach unter den Teppich kehren. Und vielleicht schwant es dem einen oder anderen Redakteur, dass es eine gefährliche Richtung nimmt.
Ja, ich glaube schlicht und ergreifend, dass viele Journalisten, auch wenn sie unter Druck stehen, ihren Job zu verlieren, wenn sie nicht mainstreammäßig mitschwimmen und genau das machen, was man von ihnen erwartet, was mit Objektivität nichts mehr zu tun hat. Ich glaube, es gibt noch viele, die einen Aufstand der Anständigen erproben im Hintergrund und auf die kann man bauen. An der Stelle soll das auch nochmal gesagt werden, wenn wir so pauschal alles manchmal wirkend runterfahren und sprechen von den Mainstream-Medien, dann wissen wir sehr wohl, wie schwer auch die Situation in den Führungsetagen der großen Medienanstalten eben halt auch ist, wie viele Leute einfach die Nase voll haben bis Anschlag und kurz davor sind, auch alles hinzuschmeißen und zu gehen. Und wir sehen, dass dieser Prozess nicht mehr aufzuhalten ist. Und das Interessante ist, der Letzte macht das Licht aus. Je früher man geht, desto eher ist man auf der richtigen Seite. Und deshalb dieser Appell auch von uns, und das bezieht sich auf die Wissenschaft, das bezieht sich auf die Medien, das sind die entscheidenden Funktionäre und auch diejenigen, die als CEOs oder sonstige Manager in irgendwelchen Finanzkapitalsammelbecken tätig sind und mit Geldern hin und her jonglieren. Die vielen Menschen, die sitzen am Computer und meinen Kryptowährungen rauf, runter und meinen, sie würden irgendeine sinnvolle Arbeit leisten. In Wirklichkeit sind sie nur damit beschäftigt, durch Kursschwankungen irgendwelche Gewinne mitzunehmen. Die Unsinnigkeit, die wirkliche Stumpfheit dabei zu erkennen, mit dem man sein Leben da vergeudet, das ist wirklich wichtig. Und wer das schafft zu erkennen und je eher er rausgeht und dann auch noch im Gottvertrauen ist, das ist eine gute Voraussetzung, dann kann ihm nicht einmal was passieren. Ja, das ist für mich mehr oder weniger eine Outung als primitiv angelegter, ich sag mal, Funktionärslakai einer Machtelite, die nämlich letztendlich die Welt reduzieren muss, den Menschen zum Beispiel auf einen Kohlenstoffhaufen und die gesamte Welt auf das, was man nur messen, wiegen und zählen kann. Und durch diese Einschränkung dieser Welt in diese kleinsten Funktionen, die man hat, versucht man die Menschen genau in diese Kleinigkeit reinzufriemeln, also den Menschen in ein Reagenzglas zu stopfen und zu sagen, das ist die gesamte Welt. Nur dann sind die Menschen führbar. Wenn die Menschen aber spüren, dass es neben diesem Reagenzglas noch etwas anderes gibt, in dem man sie versucht hineinzustopfen, dann merkt man eben halt, das stimmt nicht. Wenn man sich zum Beispiel mit seinen eigenen Träumen auseinandersetzt, mit seinen eigenen Gedanken, mit seinen Fantasien, Kreativität zum Beispiel, wo kommt denn die Kreativität her? Ich kenne so viele Menschen, die in der Lage sind, die nehmen dann ein Stück plastizierte Masse, irgendeinen Ton oder so etwas und machen dort eine wunderbare Figur. Und ich habe neulich welche gesehen, ganz mechanisch, die hier in Kanada ist das üblich, mit Kettensägen dann zum Beispiel einen Baumstamm bearbeiten und dann kommt daraus ein Adler, den man sich kaum vorstellen kann, wie schön und echt der gemacht und wirkt. Das sind alles diese Dinge, die natürlich dagegen sprechen. Und aber wenn man Menschen tatsächlich im Schwitzkasten erdrücken will in der Liebe der Führung, der Macht, dann braucht man natürlich solche Funktionäre, die die Welt reduzieren auf ein solch primitives Niveau. Und dafür braucht man schlicht und ergreifend Lakaien, die das machen.